Willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep. Im letzten Part haben wir alle Kisten und alle Sticker gefunden und sichergestellt und gehen jetzt in die neue Welt in Nimmerland. Jetzt hätte die Ladezeit perfekt sein müssen. What are they, Captain? Back! You must get me treasure! Leave them to me. Ja, und von der Welt, tiefer Weltraum bis hierhin gibt es laut meiner Erinnerung eigentlich eine sehr starke Levelkurve. Beziehungsweise wie stark die Gegner eigentlich sind. Aber da wir backgetrackt sind, dürfte es eigentlich vollkommen okay sein. Ich meine, eine Combo ist noch gut, nicht so wie in Veteran, wo diese Viecher an den Anfängen schon drei Combos brauchen, damit sie tot sind. 3 bis 4 und das diese Viecher. Da muss man nicht vom Rest reden. Ne? Hallo Totems. Die Totems sind Gegner, die können halt Blitz, Feuer und Eis. Je nachdem, wer oben drauf ist, war das, glaube ich. War das oben drauf oder die in der Mitte? Ich hasse diese Viecher. Ja, Felsenkraft. Macht das Vieh noch nichts. Oh, Fliegevieh. Ich mag dich nicht. Da ist noch ein Fliegevieh. Ich mag dich auch nicht. Ja. In meinen getroffen. So, was das? Nein, aber vieles wird jetzt gerade angeknackst. Jetzt gibt es 3 davon. Aber mich würde es nicht wundern, wenn die mir. Okay, so viel Schaden machen die gar nicht. Ich hab das vollkommen anders in einer Uhr. Also wirklich anders. Ja, da schon eher, ne? Magnera ist bei denen auch quasi sinnlos. Ich sollte in dieser Welt auch mal Vigra wieder rein. Und ich glaube, es hat irgendwann mal rausgetan, weil beim Backtracken die Gegner nicht so stark sind. Aber gut. Jetzt sollte ich es wieder reintun. Just saying. If I desired your assistance, I'd have demanded it. We had the situation under control. Isn't that right, Smee? Oh, yes, Captain, completely. We would have cleaved those fiends to the brisket, we would. Why, I'd have given him a little of this and this. And don't think your efforts mean you'll get a share of me treasure, understand? I'm not after your precious box, Captain. I'm looking for a person. A boy, wearing a mask. Ring any bells? No, not a one. Figures. It's me, your blithering barnacle. We're off. We shall leave this place before the light draws them back again. Huh? Hey, hold on. What did you just say about the light? Ah, yes, it's heartbreaking, really. This chest, you see, contains light gathered from all around. And I've got an acquaintance, a boy, who's sure to try and seize it. A boy who's after the light. If it's not Vanitas, then who? Hey, why don't I help you keep the light safe? Maybe you could tell me more about this boy who's troubling you. What's his name? Peter Pan! Ah, Materra übertrifft die falschen Leute. Nimmerland! Und wird auch noch beeinflusst. This chest must be brought to Skull Rock safely. Don't let that Peter Pan anywhere near it. Right. I got you covered. Gut. Bevor jetzt noch mehr Gegner auftauchen. Kommandodecks. Einmal haben wir Eis noch, Schallschock muss noch, Aero ist auch da, wobei ich denke,
Ich werde erstmal wieder fusionieren, nach langer Zeit. Was haben wir? Frostwurf mit Eisgar. Okay. Chaoskristall. Frost. Ja, gut. Feuersturz mit Feurer. Naja, Aero. Luftstarkarte brauche ich nicht. Feste Schlag, Schmetterklinge, Schmetterklinge. Klingt doch nice. Und Fesselschlag. Okay, ich will aber trotzdem erstmal gucken, was ich mit Magnera machen könnte. Denn ich habe da Kollisionsmagnet im Kopf, aber nein. Dann eben Magnega. Hauskristall. Leuchtkristall einfach mal. Oder Kraftkristall. Kraftkristall. Kombomeister! So, was haben wir sonst noch? Womit lässt sich Aero denn alles machen? Entflammen. Oder Stopp. Was können wir denn auch Stopp machen? Stopp, Entflammen. Stopp und Entflammen. Zu etwas, was wir noch nicht hatten. Irgendwie will ich Stoppra machen, aber komm. Minenfeld. Immunität. Schon wieder. Geil. Okay. Immunität war ein Reinfall. Luftstarkkarte will ich nicht machen. Gibt's noch was anderes? Aeora, Aisra, Aeora könnten wir machen. Das würde ich auch machen. Also. Leuchtkristall einfach mal. Gewitter. War, glaube ich, Elektro macht mehr Schaden. So, Antigraphra erstmal mit Antigraphra zu Antigraphgar. Machen wir einfach mal wieder einen Kraftkristall. Trotzkopf, da haben wir doch was Gutes. Schön, dass ich sowas auch mal bekommen kann. So, nochmal Minentrapez mit Fesselschlag, Schmetterklinge. Nö, danke. Dann nehmen wir Fesselschlag und Schmetterklinge und einen schönen Kraftkristall. Müsste mir eigentlich Bodenkombo Plus geben oder Zeitkristall. Komm, Zeitkristall. Guck mal, das können wir auch mal Attackenhass bekommen. Grenzsturm, schon wieder. Stimmt, da war was. Eis nehmen wir raus für Grenzsturm. Weil Attackenhass. So, Immunität brauchen wir nicht zwangsweise sofort, aber Trotzkopf wäre nicht schlecht. Dann haben wir was zu leveln. Gut, wir haben Glückspilz neu. Kugelschätze fallen lassen. Die Wahrscheinlichkeit wird erhöht. Gewitter. Schaden von Blitzangriffen. Haben wir hier noch irgendwas mit Feuer und irgendwas mit... Keine Ahnung. Nee, das ist nicht Heilkunde, sondern Heilkunst, glaube ich. Was auch immer das nochmal war. Attackenhass haben wir jetzt auch schon dreimal, okay. Kombo-Meister, Abschlussmeister, Feuerfest, Subleiter, irgendwas mit Frostschutz, Luftkombo Plus haben wir zweimal. Ich würde aber gerne mal Bodenkombo Plus haben. Oder eher gesagt, Kombo Plus. Und hier sehen wir schon eine Truhe, die werde ich gleich einsacken. Und wehe, ich darf jetzt hier noch nicht lang gehen. Mensch! Immer dieses Wollen von der Story. Aber gut. Wer weiß, ob wir da irgendwann mal hin können. So, Karte. Umgebungskarte. So, darf ich? Ich darf hier hin? Okay. Ist erstaunlich. So, ich habe nie eine Ahnung, womit es sich eigentlich das hier auf sich hat. Entweder habe ich nie gesehen, dass es... mir mal Blitzgau oder so gegeben hat, aber ja. Dieser Ort hier ist eigentlich sonst nur zum Kämpfen da. Und nur zum Kämpfen, wirklich nur zum Kämpfen. Weil hier sonst eigentlich nichts Großartiges ist, außer nichts. Okay, es ist die Mitte. Das hat nämlich gerade geleuchtet gehabt. Oder
hier, ab und zu gibt es hier auch Kisten. Je nach Charakter abhängig. Ja, keine Erfahrungspunkte dafür bekommen, aber ist mir relativ klar. Bienentrapez. Und einfach mal Schallschocken. Ja. Ich finde die Häschen sehen schön aus. So, das war's an Gegnern. Nicht viel Erfahrungspunkte gebracht. Gibt hier auch keine Kiste bei Terra, so wie es aussieht. Aber wir haben Blitzgar bekommen. Ist ja auch mal was, ne? So, dann haben wir hier Mogriladen, wo ich mir dann das hier einmal kaufe. Was kaufe ich mir sonst noch? Irgendwas wollte ich sonst noch. Theoretisch könnte ich mit ihr noch einmal kaufen irgendwann, aber ja gut. Verwirrung kann man sich auch noch mal kaufen. Stopp, wollte ich mir einmal holen. Und einmal Stopp. Weil man daraus ja was anderes machen konnte. K.O.-Blocken. Apropos. Nein, das wollte ich nicht. Kommandofusion. Zersetzungen ist neu. Okay, ich kann den noch nicht machen, obwohl ich Manöverformel habe. Alles klar. Wahrscheinlich geht das auch nicht. Was? Ich habe immer noch etwas. Was ist denn jetzt los? Ach, Stoppra. Eigentlich wollte ich stimmt, ich wollte mit Stoppra machen, aber warum konnte ich Stoppra schon kaufen? Eis ist fertig. Nehmen wir das rein. Passt schon. Dauert ja nur übelst lange. Bin ich einmal in den Speicherpunkt reingerannt? So, einmal. Ich hoffe, der ist aktiviert. Wenn nicht, dann nicht. Muss ja eigentlich. Ach, dieses schöne Gebiet. Ignorieren wir mal kurz die Gegner. Oder auch nicht, weil ich da nicht rein kann. Alles klar. Läuft. So, dauert ein bisschen und dann. Normalerweise habe ich es anders in Erinnerung, dass es kurz schwarz wird und der Bildschirm sich teilt, aber kann auch wieder ein anderes Spiel sein. Ich weiß es nicht mehr. So, Dreieck, 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 Dreieck. Danke. Kraftkristalle brauche ich zwar nicht mehr viel, aber danke. Passt schon. So, hier noch eine Truhe. Sau viele Gebiete, die man noch nicht kann. Läuft. Oh, dann sind wir auch bald da. Ja. Kann sich ja nur noch um Stunden haben, handeln. Schön, dass ich Illumini aus Versehen aktiviert habe, weil Antigraphra abgebrochen wurde. In die Luft. Illumini Stufe 4. Warum ist Illumini so. Warum braucht das so lange? Zu Level. Ja, so. So habe ich es in der Erinnerung. Mein Gott, warum nicht gleich so? Die anderen sind betäubt. Nicht gut. Nicht ins Wasser. Es wäre noch schlecht. So, kann ich hier reinnehmen? Ja? Ja, doch, ich kann hier rein. Alles gut. Muss ich eigentlich nicht hin, aber wenn mich das Spiel schon lässt, dann sage ich nichts. So. Du einer. Antigraphra. As Fatalis. Fliegt noch mehr weg. Okay. Ich glaube, da bin ich gleich beim. Spoiler mal nicht.
obwohl es nicht wirklich ein nennenswerter Spoiler ist, aber ich denke mir mal teil. So, irgendwann sollte das Abschusskommando dann auch fertig sein. Ich frage mich immer noch, wie das andere... Keine Truhe, okay. Wie das andere jetzt gemacht wird. Felsenclub 2. Immer noch null. Ich habe echt keine Ahnung. Kommandodex ist wieder einiges fertig. Elimini endlich. Dann kann man ja jetzt... Na, Blitzgar nicht unbedingt. Blumenfeld braucht man auch nicht unbedingt. Magnega und Aeora reinnehmen. Weil man von dem was bekommt. Und dann sind wir hier. Ein schön Wasserfall. Ja, war doch richtig gedacht. So, und was ich irgendwie komisch finde, ist, dass es diese komischen Dinger, die uns Sachen und Zutaten fürs Eis geben, bei jedem der Charaktere an unterschiedlichen Orten ist. Ja, okay. Warum? Das hat doch nichts zu sagen. Weil sonst merke ich mir immer eine Stelle für einen Charakter, den ich zuletzt gespielt habe, so, da ist es, und dann denke ich mir so, okay, ich spiele jetzt einen anderen Charakter, warum ist da nichts? Das ist das, was mich so ein bisschen ankotzt, aber hier kommen wir noch nicht hin. Doch, kommen wir. Vielleicht. Ich muss gerade mal gucken, ich bin ja nicht von ganz oben abgesprungen. Aber es hat ja auch nichts zu sagen, weil wir kein Fliegen haben, sondern Luftkriege. Aber wir kommen ran. Das ist schon mal gut. Okay, warum sind hier jetzt keine Gegner gewesen? Und den Graf Gar kriegen wir sogar. Okay. Da sind auch die Gegner. Also alles gut. Einmal kontern und einmal Zentungen. Erkennen, er gesagt, nicht gern. So, wäre das hier auch fertig? Nehmen wir einen 1-Sticker. Was weiß ich, wie viele es hier gibt. Ich glaube auch 3. So groß wie das alles hier ist. Die Gegner kann ich jetzt nicht ignorieren, weil ich ein Level-Up bekomme. Ja, die Mitte. Eis war vor eben gerade in der Mitte, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Magie und Abwehr gestiegen, alles klar. Den Rest kann ich ignorieren. Könnte ich, aber ich habe Ars Fatalis gleich. Treffe ich oder? Nee. Nee. So, für mehr Gegner als Ars Fatalis. Und den Rest ignorieren. So, jetzt ist da unten eine Truhe. Und der gehe ich noch nicht. Und da komme ich zwangsweise sowieso vorbei. Ich meine, ihr habt oben da gerade diese Truhen gesehen, ne? Da! Noch einer. So, hier ist noch eine Truhe. Denn im Wasser kann man nicht springen. Dunkler Dunst. Man kann mit Kreis nur schneller schwimmen. Das heißt, einmal drinne muss man erst wieder an einen bestimmten Ort schwimmen. Und der ist hier. Um dann wieder hochzukommen. Aber gut. Gehe ich schon wieder, danke. So, da oben. Kommen wir so nicht hin. Ich habe eigentlich auch in Erinnerung, dass hier irgendwo ein Sticker ist, aber war wahrscheinlich mit Van. Okay, wahrscheinlich schon eine gute Idee. Ja. Weil sonst kann man auch im Wasser landen, ne? Einfach mal herkommen und verbrücken lassen. Wer ist noch mehr? Tschüss.
So, noch mehr Kommandos fertig. Ja. Schön, dass wir nachgucken, was aber Kommandos sind. Wichtig zu leveln. So, Schallschock, dunkler Dunst, Grenzsturm, F6. Ach, das ist, ja, Chaos-Schock. Blitzger und einmal Frost. Das war jetzt rausgenommen dafür. Ist nicht sehr cool. Okay, egal. Oh, was ist denn jetzt noch neu? Ich hasse es. Ah, finale Elixier. Ja, dann, ja. Das ist noch. Oh, Part ist auch schon vorbei. Sehe ich gerade. Alles klar, Leute. Würde ich sagen, im nächsten Part gucken wir hier weiter rum und guck mal, was der Captain eigentlich so will. Ich sag, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.